Perser. Ein Perser ist jemand, der zum persischen Volk gehört. Perser ist ein Bewohner von Persien. Man kann auch sagen, Perser sind eine Volksgruppe im Vorderasien und Zentralasien. Persisches Volk wird dann definiert durch den Gebrauch vom Persischen als Muttersprache. Manchmal wird Persisch auch verwendet für eine supraethnische Bedeutung und wird historisch verwendet, um einen Teil des iranischen Volks zu bezeichnen. Der Ausdruck Perser hat also verschiedene Bedeutungen. Das persische Volk ist eigentlich eine vielschichtige Gruppierung. Charakteristisch zum persischen Volk ist insbesondere die persische Sprache. Viele Populationen in Zentralasien haben mongolische Herkunft. Persisch ist die Lingua Franca des iranischen Hochlandes und wurde von vielen Gruppierungen gesprochen, sowohl von türkischen als auch arabischen als Zweitsprache. Und bis heute wird Persisch eben nicht nur gesprochen im Iran, der heutigen Bezeichnung von Persien, sondern auch in anderen Teilen von Asien. Persisch zum Beispiel, also die persische Sprache, wird gesprochen eben in Persien, aber auch in Afghanistan, in Usbekistan, Aserbaidschan und Nordindien und anderen Teilen. Es gibt etwa 75 Millionen Muttersprachler, die Persisch sprechen, und 50 Millionen Zweitsprache.